Er stempelte meine Papiere ab, sagte, »Sie kommen wieder.« Ich wollte erwidern, nur als Wiederholung im Nachmittagsprogramm, hatte aber den Eindruck, dass er die Anspielung auf Arnie und den Terminator nicht kapieren würde. Am Tor meinte der Schließer, »Keine gute Idee, dem Blöd zu kommen.« Ich hob die rechte Hand und sagte, »Was habe ich sonst zu bieten?« Ich stand draußen vor dem Gefängnis, wartete. Ich sah mich nicht um. Wenn das abergläubisch ist, kann ich's auch nicht ändern. Beim Rumstehen da auf der Caledonian Road fragte ich mich, ob ich wie ein Sträfling aussah. Ein entlassener Sträfling, verschlagen, ja, und zwielichtig, das auch. Ich war 45 Jahre alt. Bei genau 1,80 Körpergröße brachte ich 82 Kilo auf die Waage, aber 1A durchtrainiert. Ich hatte im Fitnessraum rangeklotzt und einiges gestemmt, hatte meinen Schweinehund besiegt und Endorphine freigesetzt. Ein natürliches Rauschgefühl. Scheiße, kann man sowas im Bau überhaupt brauchen? Schwitzen, bis du nicht mehr kannst und trotzdem weitermachen? Mein Haar war weiß, aber noch dicht. Meine Augen sind dunkel wie meine Seele. Meine Nase fies gebrochen, was mein großzügiger Mund aber fast wieder wettmacht. Großzügig. Ich liebe diese Beschreibung. Eine Frau hatte mir das gesagt, als ich noch in meinen 20ern war. Die Frau habe ich verloren, an dem Adjektiv aber festgehalten. Man muss retten, was zu retten ist. Ein Transporter fuhr vor, hupte. Die Tür ging auf und Norton stieg aus. Wir standen einen Augenblick rum. War er mein Freund? Ich weiß es nicht, aber er war da. Er tauchte auf, das reicht zum Freund. Ich sagte, »Hey!« Er grinste, kam rüber, umarmte mich. Einfach zwei Kerle, die sich draußen vor dem Gefängnis ihrer Majestät umarmen. Ich hoffte, der Direktor würde zusehen.